Hallo, TikTok ist ja in kürzester Zeit ein Riesennetzwerk geworden. Und auch hier gibt es viele Sachen, die man wissen sollte. Zum Beispiel kann ich hier drin natürlich nach Nutzerkonten suchen, zum Beispiel wieder Reinhard Remford, weil ich von ihm weiß, dass er einen Account hier hat, von Methodisch Inkorrekt. Und wenn ich da gucke, dann hat er halt hier einen leeren Kanal und auch sonst relativ wenig. Was ich halt finde, ist seine Usernummer und ein Foto von ihm. Das kann man natürlich auch noch in einem neuen Tab aufmachen, wie üblich. Google Rückwärtssuche, also Bilder Rückwärtssuche und so Sachen machen. Aber viele dieser Dienste, die es im Internet gibt, die haben irgendwie eigenes Suchen. Und dann findet man doch nur die Hälfte. Wenn man Google nutzt, zum Beispiel mit dem Site-Parameter, TikTok.com war es, glaube ich. Und dann hier jetzt zum Beispiel nach Reinhard Remford oder in Anführungszeichen sucht, dann ist der erste Treffer Behind the Science. Ein TikTok-Kanal, den mir TikTok selber nicht gezeigt hat. Und auf einmal finde ich auch Videos, wo er, ja, Kurzvideos, wo er einfach Wissenschaftsthemen vorstellt. Das war das Video, was ich damals gefunden habe. Sehr cool. Und da erklärt er halt, dass dieser Rauch oder dieser Wachsdampf, der da hochsteigt, eben sich wieder entzünden kann. Haben wir dann mit den Kindern gleich beim Adventskranz nachgemacht. Ja, und wenn ich so ein Video sichern will, ist es relativ einfach. Video speichern unter. Speichern. Oh, jetzt hätte ich noch einen Namen vergeben sollen. Jetzt heißt es hier nur MP4. Naja. Und jetzt habe ich das Video lokal. Also, so einfach geht es bei TikTok, bei YouTube müsste man da ganz andere Verrenkungen machen. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.